Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir sind auf dem Weg nach Denica. Ich bin immer gerade jetzt dabei, noch Nahrung zu suchen für unser Dorf. So. Was nicht so einfach ist, also Nahrung in Form von Getreide, weil ich Fladenbrot und sowas halt gerne auch im Angebot hätte, dass wir kein Gemüse kriegen, das habe ich ja inzwischen schon eingesehen. Hier auch noch ein Eisenpfeil vorbeigeschossen. Läuft das einfach weg. So. Einer ist irgendwo daneben gegangen, da müssen wir gleich mal gucken. Ja, heute machen wir wieder noch ein bisschen Jagd. Wir brauchen Leder. Und ja, Fleisch nicht so unbedingt, aber Leder. Da sind noch Eisenpfeile. Die werden immer weniger. Das nehmen wir natürlich auch gerade mal mit. Johanniskraut, so. Ja, eigentlich waren wir auf dem Weg nach Denica. Wurde hier gerade noch ein wenig von der Jagd abgelenkt. Wow. Du bleibst, du hast meinen Pfeil. Mit Pfeil davonlaufen gilt nicht, ne? So, mal gucken, wo die anderen gelandet sind. Zwei haben wir definitiv vorbeigeschossen. Zehn, einer fehlt schon wieder. Einer ging da oben vorbei, genau. So, haben wir zumindest 11. Ich muss die gerade mal wieder neu ausrüsten. Genau, wir haben nämlich nur noch einen ausgerüstet. Der packt die nicht automatisch wieder ins Ding zurück, sondern legt die quasi beiseite. So. Die Eisenpfeile sind schon toll. Wenn man richtig trifft, einen Schuss und... Thema ist erledigt. Wow. Falschen Moment den Kopf gehoben. Im völlig falschen Moment. Aber gut, passiert. So, gucken wir mal, wo unser Dagobert rumläuft. Da hinten. Wo warst denn du, dass du jetzt erst zur Arbeit gehst? Hi Dagi, zeig mir mal deine Waren, bitte. Du kriegst erstmal unser Johanniskraut. So, habe ich dir noch irgendwas gelassen, was du mir verkaufen kannst? Roggen haben wir noch, sehr gut. Den nehmen wir mit. Weizen, der ist halt teuer. Aber okay, nehmen wir auch mit. Die auch noch. So.
Haben wir zumindest ein bisschen was, mit dem wir arbeiten können. Auch Weizen hat der in Rolnica, glaube ich, auch noch, ne? Aber wir gehen jetzt mal heim. Haben jetzt auch schon, ja, nach frühen Nachmittag oder Mittag Zeit, dass wir heimgehen. Dann können wir den Weg hier lang laufen, genau. Der hier ist das, glaube ich. Jupp, genau der. Hoppala. Straße will ich jetzt natürlich keine bauen. Ein Luchs, den jagen wir natürlich nicht. Dafür sind die einfach zu süß. Viel zu süß. Vielleicht können wir unterwegs dann noch ein bisschen baden, dass wir nicht gerade stinkend ins Dorf kommen. Hi Hasi. Ja, hier ist leider auch nichts mehr rum. Wir sind schon ein paar Mal drum rumgeschlichen. Das spawnt ja leider nicht nach. Erst in der nächsten Jahreszeit dann wieder. Wenn überhaupt. Möglicherweise ist ja der Punkt dann auch in der nächsten Jahreszeit einfach weg. Ja, hier bauen ist wunderschön eben, aber wenig Holz. Aber ich habe ja eh schon gesagt, wo ich gerne bauen würde, wenn wir das nächste Mal neu anfangen. Was für die Leute, die die letzten Folgen vielleicht nicht gesehen haben, der 23. September sein wird. Und wenn ihr euch fragt, warum ich das so genau weiß, 23. September ist zumindest der aktuell geplante Release-Termin für das Spiel und ich denke mal, dass er auch eingehalten wird. Die Leute sind ja durch die Early Access hier sehr weit oder wissen auch, was auf sie zukommt. Wissen, wo die Fehler liegen. Also von dem her ist das an sich eigentlich schon ein recht ausgereiftes Spiel. Ein paar Neuerungen kommen noch hinzu, klar. Räuber sollen dann kommen. Und noch irgendwas, was ich aber gerade vergessen habe. Aber auf die Räuber freue ich mich einfach auch am meisten. Ach genau, Kräuterkunde. Kräuterkunde kommt noch mit dazu. Also, dass man auch Heiltränke und sowas brauen kann. Das fehlt ja auch noch. Und dann macht das Johanniskraut, das ich hier immer so gerne sammle, auch mal richtig Sinn. Weil dann kann man da Sachen draus herstellen. Momentan kann ich es ja nur entweder gegen Vergiftung nehmen, was aber quasi so gut wie nie vorkommt. Höchstens mal irgendwelche Neulinge im Spiel, die dann fälschlich versehentlich unreife Beeren oder rohes Fleisch essen. Und solange man das nicht gerade in Massen tut, passiert eigentlich auch nichts. Aber ja. Von dem her ist das Johanniskraut bisher eher nutzlos. Man kann es halt verkaufen. Mit 0,2 Taler, die man dafür kriegt, ist es auch akzeptabel bezahlt. Ich muss gerade mal was essen, sehe ich. Wir haben ja auch genug dabei. Oder doch, reicht. Perfekt. Fast bis auf die 100. So soll das sein. Ich konnte unterwegs noch ein paar Stöcke sammeln, ne? Wir haben noch Luft im Inventar und Stöcke brauchen wir einfach. Und wir haben ja auch noch die Zeit, ist ja noch früher Nachmittag, also passt das dann auch, bis wir heimkommen. Dann können wir kurz das, was wir an Korn haben, noch wieder zum Mehl zum Teil verarbeiten. Aus dem
gar nicht, wie sind das eingestellt. Müssen wir gleich mal gucken. Nehmen die einfach. Ich muss, glaube ich, die Getreide angeben, mit der sie arbeiten sollen, ne? Dann könnte ich das Mehl, also das Weizen, den Weizen könnte ich dann komplett verarbeiten. Ich guck gerade mal. Management Scheune. So. Genau, Mehl aus Haferkorn und Mehl aus Roggenkorn, habe ich gesagt. Wir stellen nur 90% her. Hoppla. Dann machen wir mal 5% mehr Tierfutter. Und 5% mehr Dünger. So, dann kann ich nämlich das Weizenkorn selber komplett verarbeiten. Was ja auch nicht verkehrt ist. Dann haben die ihre Körner und ich habe meine. Und wir bringen ein bisschen Fleisch und so mit nach Hause. Entschuldigung, ich muss gar noch mal ins... Ne, Fähigkeiten. Jagd. Da brauchen wir noch 320. Und hier haben wir noch... Okay, viel. Das dauert noch. Stöcke habe ich genug. Glaube ich, dann kann ich jetzt auch die Hasenfalle neu machen, weil die ist jetzt nämlich fällig. Das hatte ich noch in Erinnerung. So, Vogelfalle. Und die Rattenfalle natürlich auch. Passt. So, dann können wir mal das ganze Fleisch hier reinpacken. Oh, schon wieder ordentlich Eimer mit Wasser weg. Fladenbrot haben wir 4. Fleisch mit Soße haben wir einiges noch. Das ist gut. Ich nehme mir gerade mal gebratenes Fischfilet. Da. Also verhungern tun die Leute nicht. Wir haben Fisch und Fleisch haben wir ja. Wie viele Eier haben wir? 5. Dann könnten wir noch mal hier das Ei machen. Das ist auch schon komplett weg. Komplett aufgebraucht. So. Federn. Leder, Pelz, den Roggen behalte ich. Den Roggentumor. Achso, den muss ich dreschen, genau. Weizen und Weizenkorn. So, achso, einen Teller brauchen wir noch. Upsa. Teller brauchen wir noch. Hölzernen Teller, Schalen, Teller haben wir noch genug. Sehr gut. Dann gehen wir gerade ein bisschen dreschen. Dann gehen wir noch ein bisschen kochen. Hallo Leute. So. Einmal Weizenkorn. Geht ja schnell. Oh, eine knappe Minute jetzt. Dann sind wir damit durch. Immer so eine Sekunde pro Korn oder pro Weizenbüschel. Dann können wir gleich den Roggen noch machen. Teures Mehl, aber dann haben wir zumindest wieder ordentlich Mehl. Das ist ja das Wichtigste, weil dann können wir halt die Leute versorgen. So, und dann machen wir das auch noch. Sorgenkorn packe ich dann in die Truhe. Können unsere Leute dann mitarbeiten.
Und dann ist es nicht mehr ganz lange. Also seht ihr, die Jahreszeit ist bald vorbei. Dann ein paar Tage sind es jetzt halt noch. Ich wollte zwischen den Folgen eigentlich geguckt haben, wo die Mine ist, ne? Weil wir bräuchten eigentlich Kupfer. Und die Minen, die ich kenne, die zwei, sind beide leer von Kupfer. So. Roggenkorn. Das Stroh kommt dann oben hin. Wie spät haben wir denn? 17.31 Uhr. Dann koche ich vielleicht gerade noch. Weil dann habe ich danach die Ruhe und kann da in Ruhe mein Mehl herstellen. Abend, mein Schatz. Ich hoffe, dir und unserem unsichtbaren Sohn geht es gut. So. Hoppala. So war das nicht gedacht. Und jetzt können wir... Ich hätte eine hölzerne Schale holen müssen, nicht Nudel. Keinen Teller, eine Schale. Gut. Holen wir jetzt die Schale. Teller kann weg, Stroh kann weg. Und wir brauchen... Die Eimer könnte ich eigentlich auch mal wieder mitnehmen, weil die können wir dann voll machen. Hölzerne Schale. Brauchen wir eine. Nächster Versuch. So. Einmal Rühreier mit Pilzen. Genau. Das bringt halt richtig viel Nahrung. Oder Nährwert. Ja, jetzt machen sie alle Feierabend. Das ist gut. Dann können wir jetzt gerade noch unser Mehl herstellen. Das sind nochmal 3 Eier. Das hier hat 40 Nahrung. Also das ist ordentlich. Machen wir vielleicht gerade nochmal 3 Eier und 3 Speisemorcheln. So, dann müssen wir noch eine Schale holen. Aber erstmal machen wir unser Mehl. Dann kann ich das nämlich direkt oben in die Truhe packen. Und dann nochmal kurz kochen und dann gehen wir pennen. So. Weil dann dürfte es jetzt bald auch schon 19 Uhr sein. Mehl, 2 Weizenkorn haben wir noch. Die packen wir unten. Achso, ich wollte eine Schale mitnehmen. Eine Schale. So. Dann packen wir das Weizenkorn hier unten rein. Dass das schön beisammen ist, das Getreide. Weil solange ich nur eine Scheune habe, macht es durchaus Sinn, dass wir es auch dort lagern. Füllen wir noch die Eimer. Gehen dann zu uns hoch. Und können dann pennen gehen. So, Eimer. Ausrüsten auf die 4. Dass wir die letzte Zeit auch noch sinnvoll nutzen, ne? Bis es dann 19 Uhr ist. Also 12 Eimer hatten wir. 13. Gar nicht drauf geachtet, ich habe sie einfach eingepackt. Aber jetzt ab Sommer werden wir da noch weniger Mehl brauchen, weil dann haben wir wieder viel Gemüse und können das halt verarbeiten. Trinken tun wir auch direkt, wenn wir schon hier sind.
Das ist ja auch viel wert. So, dann gehen wir jetzt pennen. Gute Nacht, meine Damen und Herren. So, ich glaube, ich kann schon schlafen gehen. Naja. So, guten Morgen, mein Schatz. Hallo Ehemann, wie geht's unserem kleinen Königreich? Sie hat nichts anderes gehört. Anderes als was? So, einmal Rührei mit Pilzen. Das haben wir ja gestern dann nicht mehr gemacht. Jetzt sind wir wieder. Oh, ist das am Schütten? Regen. So. Das packen wir hier rein. Die ebenfalls. So. Dann können die auf jeden Fall mal ordentlich was herstellen. Ist das ganze Fladenbrot schon weg? Wow. Da sage ich einfach nur, wow. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir heute machen. Erstmal ins Trockene gehen. Ich könnte mal kurz gucken, wo denn eigentlich noch die Minen sind. Ich hoffe, das funktioniert so. Ihr habt jetzt keinen Ton, ne? Nee. Sorry dafür. Ich muss aber mal kurz gucken. Wo die hier auf der Map eigentlich alle sind. So, sind wir wieder im Spiel. Kurzen Moment noch. So. Das ist aber eine alte Karte. Wenn ich das richtig sehe. Ah, nee. Nee. Passt. So. Die habe ich. Dann muss es hier hinten noch eine geben. Hier. Und hier soll noch eine sein. Dann versuchen wir mal da unser Glück, ob wir da eine finden. Hier irgendwo muss die sein. Oder war sie zumindest mal. Sieht ein bisschen anders aus auf der Map, die ich ja sehe. Da sieht die Gegend noch ein bisschen anders aus. Versuchen wir mal unser Glück. Theoretisch müsste sie ja noch dort sein. Pfeile. Haben wir 11. Müsste reichen. Dann gehen wir mal unser Glück versuchen. Hoffen, dass wir da noch ein bisschen Erz finden, ne? Bisschen Kupfer. So, hier müssen wir lang. Ein bisschen Kupfer, das wäre nicht verkehrt. Wenn ich die Mine mal kenne, die ist eigentlich sogar näher dran als wie die andere, wo wir immer waren. Da wäre der Weg gar nicht so weit.
Also nicht viel näher, aber ein bisschen näher. So, und ich sollte mal die Axt ausrüsten. Sicher ist sicher. Sorry, aber an Johanniskraut kann ich nur schlecht vorbeigehen. Was für anderen die Steine oder Stöcke sind, ist für mich so ein bisschen das Johanniskraut. Es bringt halt Geld ein. Hi Lux. So, jetzt müssten wir dann hier hoch, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob seit dem letzten Update, ob die Mine noch dort ist, aber ich meine, die Minen wären alle dort geblieben, wo sie waren. Also theoretisch müsste sie noch dort sein. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das halt mit Bären und so dort aussieht. Wie gesagt, die Mine ist für mich neu. Aber, ich meine, bei allen Höhlen würde es Bären geben. Also bei der einen oben bei Branica nicht. Oder da nur in größerer Entfernung. Und nehmen wir das auch mit. Jagdskill brauchen wir ja auch immer mal wieder ein bisschen und das eine Wildschwein kriegen wir auch noch hin. Oder das, was wir dann weniger an Erz mitnehmen, das ist auch noch verträglich. Rehe jage ich jetzt natürlich nicht. Da ist noch. Oh. Guckt euch das mal an. Müssen wir jetzt aber auch mal angucken. Cool. Toll. Ist das nicht herrlich gemacht? Können wir da weiter? Nee, nicht wirklich. Oh, das ist schön. Nicht, dass wir hier was abbauen könnten, aber sehr schön. Sehr schön. Toll. Tolle Idee. Gefällt mir. So, dann gehen wir mal weiter auf Suche. Ich muss ja gerade mal ein bisschen die Augen offen halten. Wie gesagt, Bären, ne? Sind so das Stichwort. Okay, also da kommen wir nicht weiter. Ist die vielleicht doch weg durch die Umgestaltung? Das will ich nicht ausschließen. Wo sind wir denn? Könnte natürlich auch hier irgendwo sein, ne? Ich sehe das nur so als groben Fleck. Oder das war die hier. Aber die ist jetzt halt nicht mehr zum Abbauen. Wir gucken mal weiter. Normal müsste da ja ein Weg. Oh. Salz. Wenn hier Salz ist, müsste hier auch eine Mine sein. Behaupte ich mal. Ich stelle einfach mal diese ganz kühne Behauptung auf. Wenn es hier Salz gibt, muss auch eigentlich das passende Bergwerk dazu irgendwo sein. Da. Da ist sie. Bären? Zumindest im Moment.
keiner. So, hier sind wir dann also. Okay, machen wir mal einen Marker, Markierungspunkt hin. Dass ich das auch weiß. Cool, die ist näher als die andere und deutlich übersichtlicher vom Gelände her. Was Bären angeht. Also die sieht man halt einfach sehr viel eher. Sehr schön. Und wir haben Kupfer. Die Musik ist immer so, als wenn gerade Gefahr lauern würde, aber das ist halt die Standardmusik. Aber sie vermittelt einem schon ein wenig den Eindruck, dass man sich gerade in akuter Gefahr befindet. Also es gibt so Spiele, die spielen dann halt diese spezielle Musik ein, wenn sie, wenn halt Gefahr droht. Einfach, dass der Spieler weiß, okay, jetzt muss er vorsichtig sein. Oh, wir müssen mal ein paar Steine loswerden. Salz nehmen wir mal mit. Aber den Stein nicht. So. Ein Kupfer sollten wir noch hinkriegen. So. Ne, X. X ist das Richtige. Immer noch 67 Kilo. Ah, da können wir essen. Müssen wir sowieso. Essen wir ein bisschen mehr, dass wir unter die Gewichtsgrenze kommen. Passt. So, das ist schön. Hier haben wir richtig viel Kupfer noch drin. So, mal gucken, ob inzwischen ein Bär gekommen ist. Nicht, dass ich da Wert drauf legen würde. Ich will aber einfach nur sicher gehen. Schön. Ja, dann wissen wir, wo wir demnächst jetzt noch öfter mal hingehen können. Und dann ist das nochmal ein Grund mehr. Da unten will ich ja hier, in der auf dem Gelände will ich ja mein Dorf aufbauen. Das passt dann. Dann haben wir nämlich eine Mine direkt in der Nachbarschaft. Und dann hier ist alles schön eben, hier kann ich schön bauen. Das soll ja dann unser Gebiet Nacht beim Release dann werden, ne? Da will ich hier hochziehen. Wildschwein brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich keinen Platz im Inventar. Fuchs. Da ist ein Wiesent. Den gehen wir aber mal aus dem Weg. Schön. Ne, da freue ich mich. Das ist gut zu wissen. Wenn wir da oben siedeln, dann haben wir eine Mine ganz in der Nähe. Und die zweite ist ja auch nicht so weit weg. Die hier bei nördlich von Hornika. Da, wo wir jetzt auch schon ein paar Mal waren, wo die Bären sind. Dann haben wir die zwei Minen in direkter Nähe. Ziemlich direkter Nähe. Und westlich von Hornika, zwischen Jezerika und Hornika, muss auch nochmal eine sein. Die können wir dann natürlich auch mitnehmen. Dann haben wir drei Minen in gar nicht so weiter Entfernung. Wobei, da mache ich die Jahreszeiten ja kürzer, dann sollten wir mit den zwei Minen noch locker auskommen. Oder vielleicht sogar mit der einen.
das wird gut. Ja, 23. September. Release. Da werden wir dann neu beginnen. Vorher unwahrscheinlich. Also vorher glaube ich nicht, dass wir nochmal neu anfangen. Weil das macht keinen Sinn für die paar Tage. Das ist jetzt noch etwas über anderthalb Monate ungefähr. Etwas über anderthalb Monate. Und da gucken wir, dass wir hier noch weiterkommen. Oder wie weit wir dann kommen. Den Sommer, vielleicht kriegen wir das Jahr so gerade noch durch. Hallo? Walbert. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das Jahr fertig. So, jetzt müsste ich... Oh, ein schwebender Eber. Wie spät haben wir es denn? 13 Uhr? Wow, da sind wir aber früh zurück. Jetzt müsste ich hier gerade mal ein paar Barren schmieden. Dass ihr weitermachen könnt, meine lieben Leute, ne? Da wir nur eine Schmiede haben, kann ich das dann auch hier lagern. Braucht das nicht irgendwo hinpacken. Grunz. Im Dorf ist das Grunzen zum Glück ein gutes Zeichen. Außerhalb ist es ein Wildschwein, innerhalb ist es unser Eber. So, jetzt könnt ihr wieder... Hab ich noch ein Kupfererz übrig? Jo. Dann machen wir noch einen. Einen können wir noch. So. Kriegt ihr den auch noch? So, dann kann ich euch vom Management her nochmal anders einstellen. Schmiede, weil dann könnt ihr jetzt wieder mehr Kupferäxte machen. Kupferaxt, dann können wir hier wieder hochgehen. Kupferschaufel. Kupfermesser habe ich gar nicht, ne? Bronzemesser habe ich. Machen wir auch mal ein paar Kupfermesser noch. So. Bronzehammer. Ja, Bronze haben wir gerade nicht. Dann machen wir hier noch. Oder lassen wir das bei 25. Und machen hier noch Bronze. Kupfer. Sicheln 5% und Kupferhacken 5%. So. Post. Haben wir den Job auch erledigt. Das Leder kann hier hin. Das Salz kommt auch ins Ressourcenlager. Das Fleisch kommt natürlich ins Lebensmittellager. Oh, schon wieder alles verkauft. Hoppala. Wahnsinn, was die da an Sachen verticken. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ins Lebensmittellager, das Fleisch wegbringen, genau. Wir selber haben, glaube ich, noch genug dabei, ne? 10 Fischfilet, ja, da kommen wir... Kommen wir noch eine Weile mit hin. Ja, dann bauen wir vielleicht gerade noch an unserer Palisade ein bisschen weiter, ne? Weil ich habe gerade nicht viel anderes zu tun. Dann gucken wir, dass noch ein bisschen Rundholz wegkommt. Ein bisschen zu viel noch.
0,5. Dann essen wir noch was. Dann essen wir gerade noch einen Happen. So. Ja, aber das mit der Mine, das freut mich jetzt richtig, dass wir die jetzt gefunden haben. Weil die ist näher, übersichtlicher. Also da sind weniger Bären unterwegs, so wie das ausschaut. Was natürlich ein entscheidender Vorteil ist. Und wie gesagt, sie ist halt auch näher dran. Und ganz großer Vorteil, sie ist direkt dort, wo wir halt das nächste Mal dann bauen wollen. Das ist ja der größte Vorteil überhaupt. Dann haben wir quasi hinterm Dorf direkt die Mine. Freut mich. Da kriege ich dann locker haufenweise Stein. Den können wir dann nämlich auch schön verarbeiten. Und ordentlich Erz. Können wir viel Bronze- und Zinnsachen machen. Bronze- und Kupfersachen machen. Das freut mich. Dann haben wir nicht immer diese weiten Wege wie jetzt. Klar, wir müssen dann recht früh Getreide anbauen, weil ich brauche Stroh. Stroh muss ich dann auf jeden Fall, bevor ich da hochgehe, ordentlich hier unten sammeln. Dass wir dann für oben erstmal genug haben. Wenn ich dann da hochziehe. Und dann müssen wir zumindest im ersten Frühjahr gleich mal gucken, dass wir genug Felder zusammenkriegen, dass wir die bearbeiten können. Dünger brauchen wir dann auch eine Menge, ne? Das heißt, wir müssen viele Sachen craften, um Geld zu kriegen, um Dünger zu kaufen oder um Dung zu kaufen. Und den dann zu Dünger verarbeiten zu können. Da oben liegt noch ein Rundholz. Komme ich da dran? Das ist irgendwie mal beim Baumfällen passiert, ne? Kommen wir leider nicht dran, aber wir haben genug von dem her. Kein Drama. Mehr als genug. Jetzt bräuchte man fast noch hier oben Ressourcenlager, ne? Kann man da geschwind eins bauen? Hm. Das ist die Frage. So, wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 und dann ist die Palisade fertig. Und das können wir noch gerade laufen immer. Mit 3 schaffen wir pro Hai. Ja, die sind ab der nächsten Jahreszeit dann auch erwachsen. Schön. Und wir haben nicht mehr ganz lange hin, dann ist Sommer. 2, 3 Tage vielleicht, denke ich noch. Und dann haben wir endlich die nächste Jahreszeit. Halleluja. Und dann sind wir erstmal gemüsetechnisch, denke ich, auf einem guten Weg. Getreide kriegen wir dann auch einiges. Ich glaube, der Weizen oder der Hafer. Eins von beiden ist, glaube ich, im Sommer fertig. Ich weiß es aber gerade nicht genau, welches. Bisschen Luft schnappen. So. 3 und dann haben wir noch 6. Also müssen wir noch zweimal jetzt laufen und dann sind wir durch. Dann haben wir unsere Palisade soweit erstmal fertig, soweit sie geplant ist.
Das ist erstmal so der wichtige Teil. Also die Abgrenzung, die war mir halt einfach schon irgendwo wichtig. So. Upsala, so viel brauchen wir nicht. 18, mehr geht nicht. Ich könnte natürlich jetzt doppelte Menge, aber dann bin ich wahrscheinlich dermaßen langsam unterwegs, dass ich in der Zeit dreimal hin und her gelaufen wäre. Daher machen wir das nicht. Da ist eine kleine Lücke dazwischen, aber ja. Geht klar. Noch hat sie ja eigentlich auch keinen praktischen Nutzen. Wenn es da mal Räuber gibt, weiß ich nicht, ob so eine Palisade dann sogar Sinn macht, weil da natürlich die Räuber nicht drüber kommen. Bin immer gespannt, wie das mit den Räubern dann umgesetzt wird. Ob wir einfach nur unterwegs halt überfallen werden können oder ob die auch tatsächlich das Dorf überfallen. Das wird mal noch spannend. Aber das sehen wir dann ab dem 23. September, ne? Da bin ich echt mal sehr gespannt drauf. Und freue mich schon riesig drauf, also. Bären? Ja, die sind aber ja noch unreif, genau. Absolut unreif. So, unsere Palisade wäre fertig. Ist doch ein schickes Gesamtkunstwerk, oder? So, insgesamt. Ne, mich freut's. Irgendwann kann man dann da nochmal hochziehen oder darüber. Schauen wir mal, wie wir das machen. Wie spät haben wir? 17.35 Uhr. Dann könnte ich noch ein paar Stöcke nehmen, ne? Können wir hier noch unterwegs... Haben wir noch welche? Hier rumstehen. Und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen ein paar Löffel und so craften. Ne, haben wir keine rumstehen. Gucken wir mal, was die Löffel angeht. Rundholz. So. Schale. Wow, da sind auch wenig geworden. Und Teller sind schon wieder alle weg. Leute, was macht ihr damit? So. Wir haben es ja jetzt gerade nicht weit, deswegen habe ich mich ein bisschen überladen. Hallo? Wie lange macht ihr noch? 3 Minuten. Die warten wir kurz noch, dann brauche ich euch nicht verdrängen. Derweil stinke ich hier ein bisschen den Raum voll. So. Pünktlich lassen sie die Arbeit fallen. Wie mit der Stempeluhr. Sie haben ein sehr gutes Zeitgefühl. Punkt 18 Uhr lassen sie das Werkzeug fallen und fertig ist. Ja, dann würde ich sagen, beende ich auch mal die Folge. Kräfte hier jetzt gar noch ein paar Schalen und Teller und vielleicht noch ein paar Löffel. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Thank you.